Moin YouTube und herzlich willkommen wieder zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und wir nennen uns nun. Das müssen jetzt die Winterfeste sein, oder? Ist das die Winterfeste? Ja, wir sind jetzt da am Arsch der Heide. Ich bin jetzt bis. Wo habe ich mich geportet? Ich habe, glaube ich, mich. Dahin geportet und dann bin ich erstmal bis dahin. Also, ich musste von hier, also hier konnte ich ja nicht durch, deshalb bin ich erstmal hier so rumgelaufen, über die Festung Kastav, dann Höhle der Todgeburt, das ist, da kann man auch hin. Ja, und dann muss man hier bis dahin zur Winterfeste. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Weg gegangen wäre, ob das jetzt hier über Dämmerstern gehen würde, aber auf jeden Fall bin ich jetzt hier unten so hoch gegangen und ja. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Hier unten ist so das ist dieses Dorf. Und dann oben diese heftige Burg, die ihr gleich mal sehen könnt. Die befindet sich da hinten. Also das sieht richtig Hammer aus. Wenn man das jetzt hier immer so jetzt von so also von hier beobachtet. Hat es eine ja, heftigen Anblick, finde ich. Wie ihr seht. Allein schon nur da drauf ist die Burg drauf gepflanzt, ne? Also sieht auf jeden Fall Hammer aus. Schick, schick, schick auf jeden Fall. Schick, schick, schick. Winterfeste entdeckt. Scheint ja wohl nicht so wohlgesonnen zu sein mit den kaiserlichen Wachen von Himmelsrand. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Mann, jetzt quatschen die da schon wieder die ganze Zeit. Auch aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. So, jetzt redet mal mit mir. Wenn ihr etwas braucht, sag. Na, wollen wir diesen Hunger stillen? So, was hast du denn da? Oh, warum habt ihr alle zum Teufel immer so wenig Geld? Warum kann ich euch nicht mal richtig was verkaufen oder so? Was ist da los? Also Kabine. Bei einigen kann ich gar nichts was verkaufen, weil die einfach zu wenig Kohle haben. Was ist hier? Lagerhaus von Jarl. Jarl, oh. Hallo. Naja, jeder hat ja ein Jarl. Oh, ich will einen Laden finden, wo ich was verkaufen kann, verdammt. Nein, hier ist alles schon so zerstört. Na super. Ich gehe mal hier auf die. Ah, warte mal. Karte. Toll. Ah! Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Wirklich? Es stimmt, dass einige hier das Wissen um die Schriftrollen jahrelang studiert haben. Aber was ihr sucht, ist nicht so einfach zu finden. Und es kann jene ohne starken Willen vernichten. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Drachenblut? Es ist so lange her, seit wir Kontakt mit den Graubärten hatten.
Habt ihr wirklich die Stimme? Ich wäre sehr beeindruckt, wenn ich das sehen könnte. Natürlich. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Gut. Schön, dass wir das gerade... Ja. Ich muss das gerade machen, um zu beweisen. Dann stimmen die Geschichten. Ihr seid das Drachenblut. Normalerweise müsstet ihr ein paar Kenntnisse in einer der Schulen der Magie nachweisen. Aber ihr... Ich glaube, es gibt vieles, was wir voneinander lernen können. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Ja, jetzt kommen wir eigentlich mal rein. Wir müssen da jetzt schließlich auch die Schriftrolle kriegen. Was auch kommen mag. Irgendwie leckt das hier nebenbei oder so, keine Ahnung. Obwohl ich das eigentlich installiert habe. Akademie von Winterfest entdeckt. Wow, sieht schon cool aus hier. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Gut, dann treten wir mal ein. Na, mal sehen. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. So, wo müssen wir denn hin? Da. Dahin. Sieht eigentlich recht cool aus hier. Allein schon, dass hier so, dass wir das mit Magiern hier zu tun haben. Ach, hier ist ja die eine, oder nee? Da ist dieser Haupttypi. Den müssen wir anschnacken jetzt hier. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach die Gehilfin für irgendjemanden? Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Oha. Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht. Wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten.
Also gut, habt ihr denn eine, die ihr mir, nutzen könnte? Ja. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Hey. Was mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach... Ah, Junge, jetzt zeig mir doch mal, ich will das haben. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Da. Wer sich denn noch hinsetzt? Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Okay, dann machen wir uns da auf. Wir müssen wohl diesen Typen finden. Finde Septimus Signus. Oh Mann, ey, was für ein Name. Man hat ja auch schon bei Oblivion krasse Namen erlebt. Ja, das wird bei Skyrim bestimmt auch ziemlich lustig, ey. Obwohl ich eigentlich die Story von Oblivion irgendwie schon irgendwie besser fand. Also, ich weiß nicht, Skyrim ist schon... Also kommt eigentlich ganz gut rüber, die Story. Also wie als Drachenblut. Also die alten klingen ja auch. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht. Oh, ja, die quatschen mich alle immer voll, ne? Ich glaube, die haben alle irgendwie das Bedürfnis, mich voll zu quatschen. Wir genießen die Talmor keine Sorge. Ach du Scheiße, da unten sind die Eisfelder. Aber auch ziemlich tief darunter. Halle der Leistung. Ich gehe jetzt einfach darunter. Kann ich darunter? Nein, warte mal. Ja! Okay. Ich trickse jetzt ein bisschen rum hier so. Ach du Scheiße. Das war eine schlechte Idee. Oder? Ja, jetzt komm. Ah, Mann, ey. Fuck! Nein. Oh, da dachte ich einfach, ich kann da irgendwie runterspringen. So wie bei Oblivion, dass es irgendwie da geht. Kann man nicht runter. Scheiße, ich muss da echt anders runter. Einfach so den Weg gehen. Meine Worte waren recht eindeutig. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, dass ich da einfach schnell da runterkomme. Wer hätte das nicht gemacht, Leute, mal ernsthaft. Also man überlegt ja auch mal ein bisschen so. Aber die Eisfelder sind richtig tief.
versucht das dann mal da hinten runterzukommen. Da seht ihr auch schon mal den Weg da unten so ein bisschen. Da wäre das möglich auf jeden Fall. Da wäre es auf jeden Fall möglich. Aber das ist ganz schön tief, das in den Eisfeldern. Also ich denke mal, die Eisfelder sind da unten, wo diese Eisplatten da unten sind. So. Ich bin mal gespannt, diesen Typen da zu treffen. Ich weiß ja nicht, wie lang die Story auch hier geht bei Skyrim. Also ich bin jetzt eigentlich nur darauf fokussiert wegen der Story. So ähnlich wie bei Oblivion, weil ich einfach das noch keine Zeit habe. Und ich will euch jetzt auch nicht ja die ganze Zeit hier mit Skyrim-Videos ankommen. Na, hauptsächlich ist es einfach nur gedacht wegen der Story. Habe ich auch, oh. Dass wir da nicht frieren, ne, oder sowas. auf jeden Fall, ja, steht auch da drauf, dass ich da einfach mal die Story von Skyrim spiele. Also, in der Playlist. Also euch nicht wundern. Also falls ihr das jetzt nicht, gelesen habt, falls ihr jetzt auf die Playlist gegangen seid. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Playlist. Und, ja, ich wollte einfach mal die Story spielen. Für Leute, die eben halt die Story interessieren. Alles andere ist einfach nur nebensächlich. Also wenn das Spiel schon eher Zeit gehabt hätte, dann hätte ich da auch schon, ja, so wie andere. Andere haben ja schon irgendwas mit über 100 Parts oder so. Aber das ist ja auch schon irgendwann anstrengend bestimmt, sich die ganze Zeit an, reinzuziehen. Ich weiß ja nicht, für einige finden das eigentlich auch ganz cool. Aber ja, ist nicht jeder davon Fan, ist halt so. Aber es schadet ja nicht, die Story hier zu spielen, so wie bei Oblivion, die ich ja vor Monaten gespielt habe. Da war es aber auf PC. Sind wir hier verdammt richtig? Ja, ich muss mal auf die Umgebung gehen. Oha. Ja. Oh, da ist sogar noch eine Höhle. Außenposten. Wow. So. Boah, leuchtet das hier. Oh, cooles Versteck auf jeden Fall. Oh, hier, schau mal an. Hallo. Grab. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine... Die Schriftrollen der Alten. In der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davon gemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich... Ich bin darüber hinausgewachsen. Wo ist die Schriftrolle? Alles in Ordnung? Oh, ich bin wohlauf und werde wohl wohlauf sein. Dem Willen dieser Wände zum Wohlgefallen. Wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr? Sehet dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört?
Dort, wo Dremerstädte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von dem Sarg. Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay. Jetzt müssen wir wieder hier raus, ne? Septimus ist schon so ein komischer Kauz. Haben wir nicht mit einem Normalo zu tun, sondern mit einem... Ich habe viel verrücktes Wissen in mir. Aber ich werde das nicht so toll ausdrücken. Weil ich verrückt bin oder so. So eine Art. Ja, bis dahin müssen wir jetzt hin zu Alfstand. Ich gehe aber jetzt zur Winterfeste und dann begeben wir uns da hoch. Ja, wenn wir da sind, also wenn ich da bin, dann ja, werdet ihr sonst den nächsten Part sehen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut sonst wieder im nächsten Part. Ich würde mich freuen. Und ich hoffe, es gefällt euch die Story von Skyrim. Also, ja. So wie ich das auch bei Oblivion gemacht habe, war ich auch recht cool. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.